So, bei dem Buch handelt es sich um das Buch Trotz alledem von Bernd Engelmann, ein, ja, sagen wir mal, Historiker, der Westdeutschland und die politische Szene in der Bundesrepublik Deutschland sehr kritisch betrachtet und begleitet hat. In diesem Buch betrachtet er ja staatskritische Menschen aus 2 Jahrhunderten, also Ende des 18. bis Ende des 20. Jahrhunderts. Ja, er schreibt sehr interessant. Ich mag seinen Stil, ich mag die Wertungen der Personen. Und es ist ein Buch, was mir über Jahre immer wieder ja, einmal gute Dienste geleistet hat, weil auch was über Menschen drinsteht, über die man nicht immer so viel weiß oder gelernt hat. Und es ist halt ein ausgesprochen interessant geschriebenes Buch. Und ja, deswegen habe ich einen Teil, also etwas daraus ausgewählt. Und speziell dieses Teil, den ich jetzt vorlesen werde, habe ich gewählt, weil ich denke mal, die Person, um die es da geht, dürfte auch den meisten Zuhörern, Zuschauern bekannt sein. Das geht nämlich um Gerhart Hauptmann. Gerhart Hauptmann beteiligte sich 1889 an der Gründung der unter der Leitung von Otto Brahms stehenden Freien Bühne, einem Verein, der von fortschrittlichen Bürgern Berlins eigens zu dem Zweck gebildet worden war, Privataufführungen von Stücken vornehmen zu können, die sonst von der strengen Zensur verboten worden wären. Den letzten Anstoß dazu hatte der Berliner Polizeipräsident Freiherr von Richthofen gegeben, von dem Henrik Ibsens Gespenster und Hermann Sudermanns gesellschaftskritisches Schauspiel Ehre nicht zur öffentlichen Vorführung freigegeben worden waren. Im Oktober 1890 begründete Richthofen das Verbot eines weiteren Stückes von Sudermann, Sodoms Ende, schlicht mit den Worten: Die ganze Richtung passt uns nicht. Noch im Gründerjahr der Freien Bühne gelangte unter ihrem Schutz Gerhart Hauptmanns erstes Drama Vor Sonnenaufgang zur Uraufführung. Die Premiere dieses naturalistisch den Verfall einer reich gewordenen Bauernfamilie zeigenden Stücks wurde zu einem Skandal. Noch größere Aufregung entstand um Hauptmanns nächstes Bühnenwerk, Die Weber, dessen Aufführung 1892 zunächst allen Protesten der Freien Bühne zum Trotz polizeilich untersagt worden war und erst durch eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts erzwungen werden konnte. Wilhelm II. Fand die Weber abscheulich und gab seinem Missfallen öffentlich Ausdruck. Die konservativen Blätter geiferten gegen das zum Klassenhass aufreizende Stück, das das Elend der schlesischen Weber, ihre schamlose Ausbeutung und die Motive ihres verzweifelten Aufstands von 1844 so realistisch zeigte, und bei den Behörden erinnerte man sich an das Rote Kreuz in Gerhart Hauptmanns Personalakte, das den Dichter als einen erkannten Sympathisanten der Sozialisten auswies. Als Hauptmann im Jahr darauf mit seiner Komödie Der Biberpelz den preußischen Obrigkeitsstaat der Lächerlichkeit preisgab, als ihn. Was? Hier ist was. Hier ist was. Als ihn Hannelis Himmelfahrt und Florian Geyer noch berühmter gemacht hatten, untersagte Wilhelm II. Die Verleihung des dem Dichter von der Jury zuerkannten Schillerpreises und entschied, dass diese hohe, mit 6.000 Goldmark dotierte Auszeichnung seinem Hofpoeten Ernst von Wildenbruch zuteil wurde, einem illegitimen Nachkommen des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen und Verfasser pathetischer Heldenlieder und Balladen, in denen er die Siege von 1870-71 verherrlicht hatte. Doch wenn der Kaiser auch Gerhard Hauptmanns Ehrung im Deutschen Reich noch eine Weile lang verhindern konnte, so war er doch machtlos gegen die des Auslandes. Dreimal wurde Hauptmann der Grillparzerpreis der Wiener Akademie zuerkannt. Die Universität Oxford erkannte ihn zu ihrem Ehrendoktor und 1912 erhielt der Dichter in ausdrücklicher Anerkennung seines in den Webern zum Ausdruck gebrachten sozialen Engagements den Literaturnobelpreis. Anfang Dezember 1894 brachte die kaiserliche Regierung, gedrängt von Wilhelm II. Und den Herren der Großindustrie, eine Vorlage im Reichstag ein,
die eine rigorose Verschärfung des allgemeinen und des Militärstrafrechts vorsah. Nach dieser sogenannten Umsturzvorlage sollten Bestrebungen, die auf den Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung gerichtet waren, generell mit Zuchthaus bestraft werden. Vorgebliche Angriffe auf die Religion, die Monarchie oder auch auf Ehe, Familie und Eigentum mit Gefängnis bis zu 4 Jahren. Gleichzeitig sollte die Pressegesetzgebung noch verschärft werden und mit alledem übertrafen diese Pläne sogar Bismarcks Sozialistengesetz. Während die weiter erstarkte Sozialdemokratie 1893 hatte sie bei den Reichstagswahlen 1,79 Millionen Stimmen erhalten und 44 Abgeordnete ins Parlament gebracht, der Entwicklung mit Gelassenheit entgegensah, nahm die linksliberale Opposition diese Umsturzvorlage außerordentlich ernst. Überall im Reich wurden Protestversammlungen einberufen und für wie kritisch man die Lage ansah, geht aus einem Brief hervor, den der 60-jährige Jenaer Zoologe, Verfechter einer materialistischen Naturauffassung und mutige Streiter gegen den Dogmenglauben und die Rechtsansprüche der Kirche, Ernst Haeckel, am 19. Februar 1895 an eine Zeitschrift richtete, die ihn um eine Stellungnahme zur Frage einer Annäherung der deutschen und französischen Kulturen gebeten hatte. Haeckel hielt, wie er schrieb, eine solche Annäherung für höchst wünschenswert, doch riet er, abzuwarten, ob das schwebende Umsturzgesetz zustande kommt. Sollte dies der Fall sein, so würde überhaupt jede freie und ehrliche Meinungsäußerung in Deutschland für längere Zeit unmöglich sein. Jetzt kommt der Brief von Haeckel. Wollen Sie den noch? Den noch, ja. Okay. Brief von Ernst Haeckel vom 19. Februar 1895 zur Frage einer Annäherung der deutschen und französischen Kultur. Jena, 19. Februar 1895. Sehr geehrter Herr, auf Ihre Anfrage vom 30. Januar des Jahres beehre ich mich zu erwidern, dass ich eine ernsthaftere und wirksamere Annäherung der beiden großen Kulturen Frankreichs und Deutschlands im beiderseitigen Interesse für höchst wünschenswert halte. Praktische Vorschläge zur erfolgreichen Förderung dieser vortrefflichen Absicht vermag ich aber nach reichlicher Überlegung derselben Ihnen leider nicht zu unterbreiten. Zunächst würde auch wohl abzuwarten sein, ob das schwebende Umsturzgesetz zustande kommen sollte. Sollte dies der Fall sein, so würde überhaupt jede freie und ehrliche Meinungsäußerung in Deutschland für längere Zeit unmöglich sein. Unsere strebsamen Juristen würden dann auch den Import von Gedankenfreiheit aus Frankreich wirksam zu verhindern wissen. Hochachtungsvoll, ergebenst, Ernst Haeckel.